Naja. Schlecht vorbereitet. Wie immer. Oder allzu oft. Egal. Fangen wir mal direkt an. Willkommen zu einem Video. Freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ihr habt euch nicht gehört. Ja, ihr seid bei mir. Heute ist mal wieder Dampferzeit. Was das Beste ist. Für Decke. Daher, wir wollen direkt anfangen. Es geht mal wieder um Eis herum. Wie so oft. Wie so oft an diesem Tag. Ja. Heute machen wir so einen Bonbon-Test. Bin mal echt gespannt, was da herumgekommen ist. Also, was sagen? Fangen wir an. Bevor ich hier lange umher diskutiere oder rede. Angefangen. Eisbonbon. Typbezeichnung 930325. Dosierempfehlung 1 bis 3,5 Gramm. Davon habe ich 1% benutzt. Der zweite ist Minz. Die Typbezeichnung 935394. Dosierempfehlung 0,5 bis 1,3 Gramm. So, 1,2 Gramm. Schon die Brille nicht auf. Davon auch 1%. Das letztes in der Runde, die Wassermelone, Typbezeichnung 935378, Dosierempfehlung 0,2 bis 0,7 Gramm und davon habe ich 3% benutzt. Ich meine, das wird ganz schön erfrischend werden. Bin erstmal gespannt. Sehr erfrischend. Oh, die Minze kommt gut durch die Wassermelone. Eieiei. Und die Kunde kühler, das ist von diesem Eisbonbon. Es gibt ja vielleicht von diesen Kretscherbonbon, die man so lutscht. Oder diese Bonbons halt. Sowas geht in die Richtung. Ich glaube, wer Eisbonbon oder Kretscherbonbons mag, der ist hier ganz gut bedient. Aber ich will mal dampfen. Meistens schmeckt es ja anders als hier geleckt. Schmeckt diesen Eisbonbon raus. Gibt es einen typischen Eisbonbon-Geschmack? Die Kretscherbonbons schmecken genauso. Ein Haufen Minz ist mit bei. Die Wassermelone geht ein bisschen unter, aber man merkt, dass eine kleine Frucht irgendwo dahinter steckt. Das ist wohl hier. Die Wassermelone, halt wie ich sage. Die sind so intensiv, aber die hat Daseinsberechtigung, aber dieser Bonbon kommt da richtig stark durch. Mal wieder der Bonbon die Power einfach mal probieren. Schmeckt nicht schlecht. Ja, es gibt bessere. Das ist noch kein High-End-Produkt. Da ein bisschen mal rum experimentieren. Aber schon eine Richtung, die man so einschlägt. Ich gucke jetzt Zitrone war geil. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal hatte. Mach das Thema. Probier's aus. Kann man wieder empfehlen. Vielleicht hat irgendeine Idee, was man noch mixen könnte, dann einfach mal einen Kommentar schreiben. Wenn ich dann das Zeug da habe, kann ich mal gucken, ob ich das mal probiere, mal anmixe, teste. Vielleicht habt ihr ein paar bessere Ideen. Ich dann sage, ja, klingt gut, ausprobiert. Man ist ja zu jeder Schandtat bereit. Dampftechnisch gut. Das weiß ich gar nicht. Ich habe eine 70-30 Best drin mit 3 Milligramm Nikotin. Das habe ich vergessen zu sagen. Weck mich nicht irre. Und mal so nebenbei, falls mal die Fragen aufkommen sollten. Das ist bei mir so eine Standard Best, die ich mal benutze. Daher ist immer dasselbe. Ja. Druck sagen. Mit diesem Thema bin ich durch.
was euch gemacht hat. Ihr könnt gerne mal ein Abo da lassen. Seid Kommentar schreiben, wenn ihr mal ein paar schöne Ideen habt. Ja. Wer Lost Place mal gerne mal gucken möchte, bei mir sind nur ein paar Videos drin. Oder unten ist ein Link von Matthias. Das ist die Adventure Buddies Deutschland. Da mal reingucken, da sind ein paar einige Videos drin. Wenn Interesse besteht, einfach mal gucken. Ja, genug Werbung für heute. Ich bin raus. Bedanke mich nochmal. Vielleicht sehen wir uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin, sag ich tschüss und bis dahin, gut Dampf.